für heute. Das brauchen wir gerade nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ja, gut. Sollte genügen für den Anfang. Dann verschwinden wir jetzt auch wieder vorne hin. Dann wird das hier unser kleines Heim. Unser Altenpflegeheim. Hallo Hühnchen. Wie geht's dir denn so, meine Süße? Nicht so gut anscheinend. So, dann würde ich sagen, lass mal das erstmal noch drinne. Dann kommt das hier aber mal definitiv weg. So, das sieht jetzt doch alles ein bisschen gerade aus, zu gerade. Ich würde mal sagen, Glück auf! Wir graben jetzt einfach mal. Ich habe da auch schon so eine kleine Idee, dass wir das so ein bisschen mehrstöckig machen werden. Das mit dem Connected Texture sieht hier auch sehr geil aus, mit dem Cobblestone, muss ich mal sagen. Mit dem normalen Stein. Das sieht doch schon ziemlich fresh aus. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das kommt genau hin. 1, 2, 3, Mist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hier oben den Rotz noch rauskratzen. Weg ist der Scheiß. Ja, wie können wir das jetzt hier am besten machen? Ich überlege da gerade noch. Machen wir jetzt irgendwie hier so gängemäßig oder räumemäßig? Ich hätte da so ein bisschen Bock auf so Gängeart. Auf die gängige Art und Weise. Ich überlege da gerade. Ich werde das jetzt einfach mal versuchen. Und hier auch noch dann, das ist ganz klar. Da brauchen wir definitiv noch ein paar Spitzhacken. Aber wir können ja dann auch welche aus Eisen machen. Das ist ja vorerst nicht unser Problem. So. Ich weiß nicht, wie das Ganze dann am Ende sein wird, aber ich hoffe mal, es wird einfach ganz gut. Wir müssen da eh noch mehr raus, so viel ich mir das denke. Aber für den Anfang soll das jetzt mal so reichen. Hier noch den ganzen Rotz raus. Wird etwas größer, das Bauprojekt, als das da Haus vorne. Und es ist auch wichtig, dass wir hier den Cobblestone mitnehmen, weil wir brauchen Cobblestone für unser anderes Haus. Ihr wisst nicht warum, ich weiß warum. Also den Cobblestone brauchen wir nur indirekt, daraus machen wir nämlich Cleanstone und den brauchen wir auch wieder nur indirekt, weil daraus machen wir dann Half-Slabs machen wir dann daraus. Ja, das hat doch schon mal Stil. Jetzt hier einen Gang reinzimmern. Das wird natürlich alles noch verkleidet mit Holz oder was weiß ich, oder mit Wolle, wäre vielleicht auch cool, so ein Königreichssaal draus zu machen. Das könnten wir nicht auch mal machen, oder nicht? So ein Schloss bauen. Vielleicht so Folge 5 bauen wir dann unser Schloss. Wenn das nicht schon Folge 5 hier ist. Ich gehe jetzt mal ganz kurz vorne wieder an das Haus. Oder nee, komm, wir machen jetzt hier mal weiter. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das, was wir hier genau machen werden. Das ist mir im Augenblick noch ein kleines Rätsel. Aber ich habe da schon so kleinere Ideen. Und zwar, dass wir hier raus irgendwie wirklich so eine Art Schloss bauen werden, dass hier unten so der Eingangsbereich ist und oben dann der Königssaal. Hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf. Kann es natürlich ziehen in die Länge, so bis Folge 5000 oder so, aber wer weiß. Mist, jetzt geht uns die Hacke auch kaputt. Naja, dann geht's eben gleich dort weiter. Gut.
begeben wir uns mal zurück zum Ursprung des Geschehens. Kakaobohnen. Wisst ihr was? Ich habe da gerade mal eine kleine Idee, bevor wir die Kakaobohnen jetzt ernten. Werden wir erstmal ganz kurz was anderes machen. Und zwar brauchen wir dafür wieder unsere Stickies. Unsere stickische Pistons. Nee, nee, Quatsch. Die gibt's erst irgendwann später. Aber erstmal ein paar Sticks hier rein. Und dann eine Hoe machen. Eine Stone Hoe. Ich bin nicht Stone Hoe, ich bin stoned und high. wir werden hier gerade... Wir werden hier bloß kurz ein kleines Feld anlegen. Einfach um ein bisschen was an... Brötchen und an Keksen zu machen, weil ich will unbedingt Kekse machen. Das war auch der Grund, warum ich in der ersten Folge eigentlich diese Kakaobohnen mitgenommen habe. Weil ich ein absoluter Kekse-Fan bin. Kekse! Ich bin so das Krümelmonster der Neuzeit, kann man sagen. So, dann pflanzen wir gleich mal wieder an. Ganz oben anfangen. Und dann immer weiter runter gehen. Hier noch einen. So, wunderbar. Das sieht doch schon mal alles richtig stylisch aus. Hier noch, wir haben jetzt zwar nicht mehr viele, aber naja. Ich will erreichen, dass der ganze Baum voll ist. Ne, die ist noch nicht ganz fertig. Da hinten können wir jetzt einfach mal wieder Holz holen, wir haben so wenig. Ist das da unten ein Creeper, ein Zombie, ein Skelett? Ein Skelett. Guten Morgen! Und, haben Sie die Nacht gut verbracht? Wieso kann ich die nicht schlagen? Hallo? Vielleicht hängt er irgendwie im Baum fest. Nee. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich verstehe das gerade absolut nicht. Er fällt doch auch runter. Naja. Ist halt unser kleines süßes Haustier. Ist bestimmt gezähmt oder so irgendwas. Wer weiß das schon. Das sind alles komische Gedanken. Und er würde uns dann irgendwann nachts, wenn er dann aus seinem Körbchen herauskommt, würde er uns von hinten erschießen. Die alte Drecksau. Von hinten. Erschießen. Oh Gott. Hilfe. Ja, wir müssen auch mal wieder neue Bäume pflanzen, merke ich gerade so. Das können wir dann irgendwann demnächst machen. Jetzt wird erstmal der ganze Scheiß abgeholzt. Achtung, Baum fällt! So. Wunderbärchen. Klappt doch alles ganz super. An dein Holz möchte ich auch gerne ran. Dankeschön, dass du mir es zur Verfügung stellst, lieber Baum. Das ist ja das Schöne an Minecraft, finde ich so. Minecraft ist genau das Gegenteil zur normalen Welt. In der normalen Welt wird alles so Elektronik oder so. Na, in Minecraft schon mal ein iPhone gesehen? Na? Nee, aber hier, da werden einfach Bäume nachgepflanzt und das Klima bleibt ewig erhalten. Das ist leider nicht immer so. Da gibt es auch Regionen dieser Welt, wo das nicht so ist. Wo das mit dem Klimaschutz nicht ganz so ernst genommen wird. Mann, wie schnell die Kakaobohnen wachsen. Legst du mir da ein Huhn vor deine Öle, ein Ei vor meine Füße? So, dann werden wir ganz kurz hier noch zwei und da noch drei. Und dann ist unser Baum auch schon voll. Sei froh, dass du nicht laufst, sonst würdest du ganz schön rumtorkeln, wenn du so voll bist. Wir gehen mal ganz kurz pennen, bevor wieder irgendwelche dummen Monster auf die Ideen kommen, hier Nerby bei uns zu sein. Und denn wird es in demnächst dann mal so eine kleine Aufnahmepause geben. Allerdings werde ich erstmal ein bisschen Kobblestone reinhauen. Das Eisen, das mache ich erstmal kurz hier rein.
Jetzt, ich überlege gerade, wie ich diese machen werde. Mache ich das so irgendwie? Ich habe da eine Idee, Moment. Und zwar brauchen wir dafür ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz brauchen wir immer viel. Wenn wir das jetzt so machen, dann könnten wir theoretisch das gerade wieder abreißen, weil das absolut scheiße aussieht. Wenn wir das aber so machen würden, sprich so, dass wir hier oben so ein kleines Dach haben. Das könnten wir dann hier eventuell auch mit Zaun befestigen. Hier ist Holz. Das sollte reichen, denke ich mal. Zwei Zaun reichen. Perfekt sogar. So, jetzt ist nur mal kurz die Frage, was sieht jetzt besser aus? Sieht es besser aus, wenn wir das hier mit diesen Slabs machen? Oder sieht das Ganze besser aus, wenn wir das mit diesen Slabs machen? Das ist jetzt die Frage, die ich mir jetzt gerade mal stelle.